Herzlich willkommen zum Überblick über das Skriptum, Prozess- und Kommunikationsmodellierung, das ja die Grundlage für die Vorlesung bildet und auch als Referenzwerk für die zugehörige Übung dient. Insofern ist es sinnvoll, sich da mal einen Überblick zu verschaffen. Das Skriptum ist in einzelne Kapitel gegliedert, die zu Themenbereichen zusammengefasst sind. Diese Kapitel bezeichnen wir, sofern es dann um Inhalte geht, als einzelne Themen. Das heißt, es gibt Themenbereiche und unter diesen sind dann jeweils die Themen angesiedelt. Insgesamt haben wir drei Themenbereiche und dann eine Anzahl von Themen, die mir jetzt entfallen ist. Ich zähle es jetzt nicht. Wichtig ist, dass diese einzelnen Themen dann alle einheitlich aufgebaut sind. Dazu kommen wir gleich, vielleicht vorab noch ganz kurz, worum geht es überhaupt in PKM inhaltlich und worum geht es dann auch dann konsequenterweise in diesem Skriptum. Dazu ist es sinnvoll, mal kurz einen Blick in das Lernziel für PKM, für das Modul PKM zu werfen, das im Studienhandbuch definiert ist. Das, was jetzt hier fett gedruckt ist, das ist das, was als Lernziel dort explizit angegeben ist. Wenn wir das in den Einzelaspekten anschauen, sehen wir auch, worum es geht. Es geht darum, Abläufe, Kommunikationsvorgänge und auch Strukturen innerhalb von Unternehmen zu erfassen. Das heißt, das ist der Untersuchungsgegenstand, um den es in PKM geht. Wir schauen uns an, wie in Unternehmen, denn die Arbeit organisiert ist und Arbeit hat immer mehrere Aspekte. Arbeit hat vor allem einen Prozessaspekt, das sind diese Abläufe und Kommunikationsvorgänge. Arbeit braucht aber auch immer organisationale Strukturen, in denen sie eingebettet ist. Also ist auch das mit Gegenstand von PKM. So, diese Inhalte, die wir uns da anschauen in Organisationen, die sind dann Gegenstand der Modellbildung. Die Modellbildung führen wir dafür durch, dass wir, oder können wir zu mehreren Zwecken durchführen. Im Kontext der Wirtschaftsinformatik kennen wir ein Kontinuum von Zwecken, die sich entweder sehr stark an den Akteuren in der Organisation orientieren oder sehr stark an der Unterstützung durch ein technisches System orientieren und dann viele Zwischenabstufungen, die wir in unterschiedlichen Ausprägungen oder die sie in unterschiedlichen Ausprägungen dann realisieren können. Allen zugrunde liegt, dass wir sowas wie Modelle bauen, konzeptuelle Modelle in unterschiedlichen Repräsentationsformen, die dazu dienen, die organisationalen Phänomene, die wir abbilden, also die Unternehmensphänomene, die wir abbilden, für die jeweilige Zielgruppe, seien es jetzt Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, seien es technische Systeme, interpretierbar zu machen. Für Menschen heißt das, ich muss verstehen, was da abgebildet ist. Ich muss das Modell, also diese Kästchen und Verbindungen dazwischen üblicherweise in irgendeiner Form interpretieren können und verstehen können, so dass sie dann vielleicht eine Auswirkung auf meine persönliche Arbeitsausführung haben. Also, dass ich dann zum Beispiel weiß, was ich tun muss und was für mich erwartet wird, wo ich Informationen herbekommen sollte und wem ich Informationen weitergeben sollte. Für technische Systeme ist diese Repräsentationsform vielleicht ein bisschen formalisierter, dass eben der Computer auch verstehen kann, zum Beispiel, was ist ein Task, was ist ein automatisierbarer Task, was ist ein Script, mit dem ich diesen Task oder die Taskausführung beschreiben kann. Das wäre dann eine Repräsentationsform, die eher für automationsgestützte Prozessunterstützung geeignet wäre. Und in diesem gesamten Kontinuum bewegt sich Prozess- und Kommunikationsmodellierung. Wir lernen also hier diese Aufbereitung der organisationalen Realität für unterschiedliche Zielsetzungen in der Form von Modellen zu realisieren. Also es geht eben darum, Modelle entsprechend der jeweiligen Zielsetzung Modellierungssprachen auszuwählen, die Modelle dann zielgruppenspezifisch und zielgruppenangemessen zu erheben und auch abzubilden, sodass sie dann ihren Zweck erfüllen können. Das ist also Gegenstand inhaltlich von PKM. Wenn wir jetzt das Skriptum durchschauen, sehen wir, dass das Feld dementsprechend breit ist. Das heißt, das hat organisationale Aspekte, das hat technische Aspekte.
konsequenterweise ist PKM dann nicht als allein auf weiter Flur in unserem Curriculum in der Wirtschaftsinformatik zu sehen, sondern hat halt auch Zusammenhänge mit anderen Lehrveranstaltungen. Und das sind vor allem diese Grundlagenlehrveranstaltungen, die sich sowohl aus der Betriebswirtschaftslehre als auch aus der Informatik rekrutieren und die auch PKM fundieren aus der Wirtschaftsinformatik heraus. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es bereits zumindest Grundkenntnisse gibt oder die Lehrveranstaltung parallel absolviert wird aus Einführung in die Wirtschaftsinformatik und Datenmodellierung als die Kernfächer der Wirtschaftsinformatik, Softwareentwicklung 1 und Algo als Kernfächer der Informatik, auf die wir aufbauen, und die Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, um ein vertieftes Verständnis unseres Abbildungsgegenstandes auch gewährleisten zu können. Das Skriptum in sich ist dann, habe ich vorhin schon erwähnt, in einzelne Themenbereiche gegliedert, sind 3 an der Zahl, mit denen wir uns dann auch oder entlang derer wir uns dann in der Vorlesung mit Prozess- und Kommunikationsmodellierung beschäftigen werden und entlang derer auch die Prüfung organisiert ist. Wir schauen uns zuerst die Grundlagen an, betrachten also den Untersuchungsgegenstand nochmal genauer, die Organisationen und unsere gewählte Form der Repräsentation, nämlich die Modelle. Also schauen uns an, was ist überhaupt ein Modell, welche Eigenschaften ordnen wir einem Modell zu, ist eher grundlagenorientiert und theoretisch, bevor es dann in die Praxis geht und wir uns konkrete Modellierungssprachen ansehen, die wir verwenden können, um organisationale Modelle abbilden zu können. Dann im letzten Schritt gegen Ende der Vorlesung ordnen wir das in den größeren Gesamtzusammenhang ein und schauen uns an, wie den Geschäftsprozess Modelle im Geschäftsprozessmanagement eingesetzt werden können. Das Geschäftsprozessmanagement beschäftigt sich mit dem gesamten Lebenszyklus eines Geschäftsprozesses, also von dessen Setup, von dessen Identifikation, von der Analyse bis hin zum Design und der Implementierung in der Organisation, über das Monitoring bis hin zum Redesign, also dann schließt sich der Zyklus wieder. Und diese Schritte strukturiert zu durchlaufen und mit Werkzeugen zu hinterlegen, ist Gegenstand des Geschäftsprozessmanagements, und damit werden wir uns dann im Themenbereich 3 noch einmal genauer auseinandersetzen. In diesen Themenbereichen gibt es einzelne Themen, die immer einheitlich aufgebaut sind. Insbesondere ist bei jedem Thema am Ende ein Block angebracht mit Fragen zur Selbstkontrolle. Diese Fragen sind vielleicht auch für die Prüfungsvorbereitung relevant, so formuliert, dass sie auch bei der Prüfung gestellt werden könnten. Also das ist vom Charakter der Frage her etwas, auf was man sich einstellen kann, wenn man auch wenn man die Prüfung schreibt. Das ist die Idee, hier nicht nur nochmal über die Inhalte nachzudenken, sondern auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie denn die Prüfung aussehen wird. Genau. Zu Beginn jedes Themenbereichs gibt es ein Überblickskapitel, wo wir nochmal versuchen, die Zusammenhänge zwischen den Themen innerhalb des Themenbereichs aufzudröseln. Genau. Wir sehen hier nochmal eine Übersichtsgrafik, die die Gesamtthemen nochmals visualisiert. Wir sehen also insgesamt, sprechen wir von 5, 4 und 6, also 15 Themen, die wir betrachten. Im Grundlagenbereich fängt es ganz allgemein an, das ist dieser Türkise hier mit dem Referenzrahmen, von dem wir sprechen, Mensch, Organisation, Technik, in dem sich die Wirtschaftsinformatik bewegt. Dann nehmen wir uns diesem Organisationsbegriff ganz grundlegend. Was ist also eine Organisation? Das Gleiche machen wir mit Modellen, Modelle und Modellierung. Als Begrifflichkeit, was ist überhaupt ein Modell und welche Eigenschaften weist ein Modell auf, bevor wir das dann zusammenführen in dem Thema, wo es um Modellierung von organisationalen Strukturen und Zusammenhängen geht. Ich habe vorher schon gesagt, Gegenstand, Betrachtungsgegenstand von PKM sind nicht nur die Geschäftsprozesse an sich, sondern auch die organisationalen Strukturen. Das heißt, hier nähern wir uns der Thematik noch ganz allgemein, und am Ende dieses Themenbereichs 1, im Thema 1.5, geht es dann ganz konkret schon um die Modellierung von Geschäftsprozessen. Das heißt, wir werden uns dort dann auch eine Definition von Geschäftsprozess
zurechtlegen, anhand dessen wir dann oder anhand derer wir dann schauen können, was unsere Modellierungssprachen, die wir uns im nächsten Themenbereich anschauen, denn abbildungsmäßig auch leisten können, was wir also alles an organisationalen Phänomenen dort drinnen abbilden können. Wenn wir in den zweiten Themenbereich schauen, geht es dann um konkrete Modellierungssprachen. Das sind einerseits zu Beginn die sogenannten Flowcharts, also sehr einfache oder Flussdiagramme, also sehr einfache Form der Prozessmodellierung. Ein bisschen komplexere und mächtigere sind dann die ereignisgesteuerten Prozessketten. Das ist auch historisch dann etwas, was sich als de facto Standard in den 90er Jahren des letzten Jahrtausends oder des letzten Jahrhunderts etabliert hat. Bis wir dann beim größeren Block, der uns generell einen Großteil der Lehrveranstaltung beschäftigen wird, landen, nämlich der BPMN, der Business Process Modeling and Notation. Das ist heute der Standard oder die Standardmodellierungssprache, die ganz generell zur Prozessmodellierung sehr gerne eingesetzt wird. Abschließend haben wir noch Einordnung und Sprachauswahl. Da geht es jetzt also darum, uns anzuschauen, wie oder auf Basis welcher Kriterien wählen wir denn jetzt aus, ob wir eine dieser drei oder überhaupt eine andere Prozessmodellierungssprache wählen? Was wären denn die Entscheidungsaspekte, die zu berücksichtigen sind? Ja, es wird sehr oft wahrscheinlich die BPMN sein, weil sie halt Standard ist, aber das ist nicht immer das einzige Kriterium, dass etwas Standard ist. Es geht auch um die Eignung für den jeweiligen Anwendungszweck, wo auch durchaus diese anderen älteren Sprachen nach wie vor ihre Daseinsberechtigung haben. Das werden wir dann vor allem auch im zweiten Teil sehen, wo es einerseits einmal darum geht, sich in den ersten beiden Themenbereichen dem Begriff des Geschäftsprozessmanagement zu nähern aus praktischer Sicht. Das heißt, was ist ein Geschäftsprozessmanagement? Was beeinflusst denn das Geschäftsprozessmanagement in meiner Organisation und welche Aktivitäten gibt es beim Geschäftsprozessmanagement überhaupt zu erledigen? Bevor wir dann in einzelne Geschäftsprozessmanagement-Schritte einsteigen oder Aktivitätsbündel einsteigen. Das ist einerseits die Analyse und Modellierung, also wo wir die Information in der Organisation beobachten oder erheben und in einem Modell abbilden. Und bei Implementierung und Betrieb geht es dann darum, was mit dieser Information zu machen, das heißt, das vielleicht auch zur Ausführung zu bringen. Hinterlegt sind diese beiden Themenbereiche mit zwei konzeptuellen Kapiteln. Das ist einerseits ein Thema, wo es um die Qualität von Prozessmodellen geht, weil im Übergang zwischen der Modellierung und der Implementierung es dann darauf ankommt, Modelle korrekt abzubilden, aber auch semantisch, also inhaltlich vollständig und nützlich von der pragmatischen Dimension her abzubilden. Und was diese Begriffe Syntaktik, Semantik, Pragmatik, also diese Aspekte, wo wir hohe Qualität haben wollen, bedeuten, das schauen wir uns in diesem Thema an. Abschließend gibt es noch ein Thema, das die Brücke hin zur Betriebswirtschaft wiederum schlägt, wo wir uns anschauen, was wir an Prozesscontrolling, also an Leistungsindikatoren denn herausziehen können, wenn wir grundlegende Prozessautomatisierung, Workflow und Unterstützung im Unternehmen eingesetzt haben, also welche Möglichkeiten wir dann haben, herauszufinden, ob unsere Prozesse tatsächlich so laufen und auch von der Performance her so aufgestellt sind, wie wir uns das vorstellen, oder ob wir irgendwo vielleicht Verbesserungspotenzial haben, was dann auch wieder die Brücke zurück zur Analyse schlagen würde. Genau, so viel zum Überblick. Das gesamte Skriptum steht inhaltlich großteils unter einer freien Lizenz, das heißt, es kann frei verwendet werden, wo das nicht der Fall ist. Es gibt manche Inhaltsteile, die wir verwenden, die nicht unter einer freien Lizenz stehen, ist es extra nochmals angegeben. Großteils, wie gesagt, steht unter einer freien Lizenz und kann auch frei außerhalb dieser Lehrveranstaltung noch weiter verwendet werden. Gut, so viel zu dem. Zu diesem Überblick. Wie gesagt, es gibt dann nochmal separate Überblicke für die einzelnen Themenbereiche und dann gibt es separate Videos für die einzelnen Themen, wo wir nochmal im Detail besprechen, was der jeweilige Betrachtungsgegenstand des Themas dann ausmacht und was dort besonders wichtig oder beachtenswert wäre.